Also Auftreten ist natürlich immer noch wieder ungewohnt. Also ich mache es jetzt seit 14 Jahren und trotzdem ist die Situation wieder ein bisschen wie früher. Leichte Nervosität, man merkt es bei allen Parteien, aber es ist trotzdem sehr dankbar. Man muss es sich so vorstellen, dass wir so viel aufgetreten sind, dass wir immer dieses Adrenalin bekommen haben von der Bühne und allem. Und das war auf einmal weg. Und das macht irgendwas mit dem Körper, mit dem Organismus und tut einem definitiv nicht gut. Und jetzt kriegt man irgendwie endlich wieder diese Medizin. Und deswegen, egal was, wo, wann, Hauptsache mitnehmen und Freude dran haben. Also Kampf der Künste ist für mich eine Familie, die ich so rein adoptiert wurde. Ich bin aus München gekommen noch und hab hier schnell Freunde gefunden und bin als Slammer hier eingeladen worden und durfte auftreten und bekam ganz viele tolle Möglichkeiten, vor vielen tausenden Leuten aufzutreten, in schönen Theatern und sonst wo. Und das schweißt zusammen, weil wir auch so ein bisschen durch dick und dünn gegangen sind. Und ja, Veranstaltungen zu moderieren für Kampf der Künste ist halt deswegen so besonders, weil es immer richtig, richtig geile Veranstaltungen sind. Es ist einfach so eine gewisse Professionalität und gleichzeitig dieses Familiäre. Also Geld verdienen mit der Familie irgendwie und dabei noch von tausenden Leuten bejubelt werden. Also was Besseres kann man eigentlich gar nicht haben. Und das ist auf jeden Fall eine Beziehung, die das Potenzial hat, noch sehr, sehr lange hoffentlich weiterzugehen. Kampf der Künste-Veranstaltungen sind eigentlich ein Symbolbild für eine offene, freie Meinungsäußerung und Diskussion. Und bei einem Poetry Slam kriegt man immer direkt auf die Schnauze für 5 Minuten dann von der Künstlerin oder von dem Künstler was gesagt, was man dann auch noch direkt danach bewerten kann, ob man es geil findet oder nicht. Ich finde, das ist in einer Demokratie eine Kulturveranstaltung, die gerade jetzt weiter besucht werden sollte, vor allem, weil ich die Möglichkeit nutzen will, den Leuten zu sagen, wie geil wir es hier in diesem Land haben und wie falsch es ist zu sagen, dass man hier seine Meinung und seine also nicht sagen darf. Ne? Also gerade deswegen, abgesehen davon, sollte man uns einfach unterstützen, weil wir ganz viele Menschen sind, die davon leben. Und wenn man Kulturveranstaltungen besucht, dann gerade solche, wo man wirklich was Gutes tut. Ich überlege gerade, welche Kulturveranstaltungen das sind, bei denen man nichts Gutes tut. Keine Ahnung. Aufgezeichnete Kulturveranstaltungen bei Amazon oder Netflix vielleicht. Ansonsten kommt. Ihr werdet was erleben, was ihr sonst so in der Form nicht erleben könnt.